Hallo, meine kleine Freund. Nüt ham de gute Nacht geschicht von Tante Anna. Möcklein spielen in der heißen Sonnenglut, wie viel Fischlein auf sich kühlen in der hellen Wasserflut. Gott der Herr rief sie mit Namen, dass sie alle kamen, dass sie nun so fröhlich sind, dass sie nun so fröhlich sind. Von dir, liebe Tänja, will ich dir nächstes vertellen, wie die Eltern ihre Tänja übertragen machen. Es tut nicht interessant, soll ich dir dort verruhen? Dann werden wir das erste der Vers aus der Bibel lesen, aus Epheser 6, Feuer. Da steht für die Eltern geschrieben: Eltern, behandelt deine Kinder nicht so, dass sie trotzig sind, dass sie übertreiben mit dem Wut und mit dem Tod, nur durch Mut, durch den Herr Jesus gesagt hat. Und nun wollen wir uns die Geschichte vertellen von dem kleinen Jaltje. Das kleine Mädchen, der hat dem Gruben von Hirt genommen. Sie hat auch eine Hand zwei Grubenlappen, damit er dort nicht so hot wird, aber trotzdem voll er die Gruben, die aus Leim wird, aus der Hand, während die heute Dampf ihre Ohren verbrennt haben. Als die dolle Mutter dem Twinchen Leumgruben auf der Flur sah, dann wird sie noch doller. Und dann nahm sie einen Stock und dann schlug sie auf das Mädchen ein. Dadurch wurde das Mädchen bloß noch Bocke, weil das Mädchen wieder nicht schuld daran, dass er die Gruben raufgefallen wird. Er hat ja dort, er wird ja dort so heute ohne Ohren gewasst. Die Mutter, die wies sich schon ruht mit dem Mal. Jedes Mal musste Eva erschälen und prielen. Alles halb nicht. Die wird einfach nicht gehorsam und die passt nicht ab. Dann ging die Mutter mit dem Pfarrer Flatig, der bei uns in Darb wohnt. Dort werden so feine Erzieher und dort wird auch ein Schullehrer. Heu kommt so gut mit Tönja Klo. Wenn heute die Tönja auch läuft. Und dann kommen sie mit dem Pfarrer und dann fragt sie: Herr Pfarrer, hat sie auch ganz müde und doll mit meiner Tochter? Meine Lise, das ist eine ganz unverschämte Schlampe. Sie lässt alles fallen, was wir nicht haben und merkt mir alles weh. Ich weiß gar nicht, was ich mit dir noch soll tun, um mit dir mal ein anständiges Mädchen zu machen. Oh, sagte Herr Pfarrer, was habe ich denn all versucht zu tun, dass ich ihn schon richtig übertragen tun? Ich habe alles getan, was in der Bibel steht. In der Bibel steht, wer sein Kind liebt, der muss von früh an anfangen, dort streng zu übertragen. Und er darf dann noch nicht seinen Stock und seine Rute schön. Und dann wird dort wenn wir das Kind nicht prielen, dann evaluiert wir dort sich selbst und dann wird dort uns verschont. Sonst steht eine Bibel, habe ich selbst gelesen. Aber wollt ihr was, dort habt alle nicht geholfen, Herr Pfarrer. Oh, mir setze ich dort je Tanen jünd eine Bibel gehört üt. Was habe ich dann noch getan? Aber ich habe dir all zwischen einem ganzen Tag festgehalten, aber dort halt nichts. Und welche Methoden habe ich noch geprüft? Fragte der Mann. Ich habe dir noch mal einen ganzen Tag nichts zu essen gegeben, sagte die dolle Mutter. Oh, und was habe ich noch versucht?
Ha, wat kon ik nog mooier doen? Mij fällt al nischt mooier in. Ai, ai, zei de Pfarrer, dan mag ik jullie mal fragen. Hai je voor jullie Dochter al je bet? Dan wird de Mutter ganz doll en oprecht. Kom man dan voor ze on van je wezen nog überhaupt beten? Dit is je alle umsonst, dat habt je rein nischt met dir. Tonja is nicht verloren. Der Herr Jesus hat gesagt, dort wie sollen beten. Und der sagt sie gar selbst, Vater, verzeih den's, denn sie wollten nicht, was sie tun. Und du wein, wollt die auch nicht, was die das Rechte sollen tun. Die sollen vielleicht mal jene widerspenstige Tochter ein Gebet nehmen. Habt ihr nicht eine Bibel gelesen? Die Eltern behandelt die Kinder nicht so, dass sie trotzig sind, aber treibt sie mit dem Wut und Tod nicht durchmuten, was der Herr Jesus uns gegeben hat. Ja, etliche Leute, die haben versäumt, für Jüngchen zu beten, aber dann will ich das nicht tun. Dann schneut der Pfarrer sich an, die Mutter schneut sich auch an. Und dann soll der Pfarrer inbrünstig für die kleine Lise beten. Und heute soll sie so verarbeiten und alles dem Herrn Jesus verteilen, so dass die Mama dort so gut gefällt. Und dann soll die Mama auch jeden Tag für die beten. Und dann wird dort eine ganz andere Mama geworden. Auch die Lise wird eine ganz andere Lise geworden. Ja, je beter, die halten viel mehr aus der Stock und der Rute. Nu wer wir beten. Lieber Heiland, wir wollen unsere Eltern doch ne Frieden machen. Denn sie beten ja für uns jeder Tag und sie sorgen für uns, dass es uns gut geht. Hab doch alle Kinder, dort wie unsere Eltern schon gehorsam sind. Und halb auch die alle Tönja, die von den Eltern vielleicht gefehlt worden oder misshandelt worden. Bring du den Frieden in die Leid. Amen. So viel Fehler, so viel falsch gemacht. Kann es selbst nicht verstehen. So viel gesagt und nicht nachgedacht, und schon war es geschehen. Hab dich verletzt, hab dir weh getan. Ich weiß selbst nicht warum. Tja, der Zug ist wohl abgefahren. Gott, was war ich auch so dumm. Alles ist aus, alles ist vorbei. Kann mich selbst nicht mehr sehen. Die ganze sinnlose Streiterei, die macht keiner mehr ungeschehen. Hab dich verletzt, hab dir weh getan. Ich weiß selbst nicht warum. Tja, der Zug ist wohl abgefahren. Gott, was war ich auch so dumm. Das hat die nicht zu spät.
Dit wird die Tänja Ohndacht über das Bürg, denn ihrer ist das Himmelreich von Jost Müller-Bohn. Gute Nacht, schlupft schon.